Damit wir erstmal sehen, wie dieses Messer performt. Zack, wie ein Messer durch heißes Butter. Gespannt, wie der jetzt performt. Feuer hier, nicht mehr so. Zack. Hallo, meine lieben Messerfieber-Angesteckten. Ich grüße euch recht herzlich bei uns auf dem Messerfieber-Kanal, wo es richtig abgeht. Mal ganz ehrlich, habt ihr euch nicht auch schon mal gedacht, eure Messer sind die unzerstörbarsten Messer, die ihr beim Survival und Bushcraften in eurer Ausrüstung habt, wo ihr euch immer drauf verlassen könnt? Ja, und ihr habt es trotzdem geschrottet? Das soll euch nicht mehr passieren mit Messerfiebermessern. Wir werden sie vorher auf Herz und Nieren zusammen mit euch testen. In 10 Tests, wenn euch das interessiert, verpasst diese Tests nicht. Macht's gut, bis gleich. Ja, Freunde, wir werden den ersten Test jetzt machen, und zwar den Papierschnitttest. Warum erstmal ein Papierschnitttest? Damit wir erstmal sehen, wie dieses Messer performt, wie es schneidet. Jetzt natürlich mit dem Wind auch, aber schneidet sehr gut. Papiertest ist wirklich super. Ihr seht an den Schnittbildern auch hier, super Schnitt, gar kein Thema. Wir werden jetzt mal ein Seil schneiden. Schauen wir mal hier auch, wie der hier, zack, in einem Schnitt, richtig schön, voll durch. Auch ein sehr schönes Sieseil-Seil ist es hier, was sehr schönes Schnittbild auch ergibt. Gleich nochmal eins. Mal schauen. Oh yeah. Das Frettchen performt richtig gut, muss ich sagen. Jetzt erstmal alles top. Alles top. Und wir sagen mal, im ersten Schnitttest sehr gut. Natürlich performt perfekt. Wir gehen weiter zum nächsten Test. So, Freunde. Wir werden jetzt ein passendes Batoning-Test machen. Test Nummer 2, Batoning für unser Frettchen. Frettchen, natürlich, wenn das hier nicht funktioniert, wenn ein Outdoor- und Bushcraft-Messer sowas nicht hinkriegt, wobei jetzt das Frettchen nicht wirklich das Survival-Messer schlechthin ist, aber schaut mal her, jawohl, es geht durch wie durch, wie ein Messer durch heißes Butter oder anders wie ein heißes Messer durch Butter. So heißt es richtig. Und schaut mal hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Der arbeitet sich hier durch, macht hier richtig gut seine Arbeit. Und wohlgemerkt, hier richtig getrocknete Buche direkt aus dem Wald. Unglaublich. Keine Vibrationen hier am Griff auch. Überhaupt nicht. Und wirklich tolle Arbeit. Muss ich wirklich sagen. Super toll. Hier ein schönes Stück. Können wir gleich mal hier auch noch mal ein bisschen schnitzen, damit wir das Ganze ein bisschen abrunden schon mal. Weil ich das ab jetzt ja als Schlagholz nehmen werde. Das Stück. Alter, ist das ein hartes Stück Holz, ich sag's euch. Aber das Frettchen arbeitet sich mega durch. Mega durch. Kann ich euch nur sagen. Kann ich euch nur sagen. Das arbeitet sich richtig gut durch. Ihr seht die richtig fetten Chips, die er sie hier raushaut. Ja, schon viel besser. Viel besser zum Schlagen jetzt. Können wir natürlich mit der Zeit weiter ausarbeiten. Dieses schöne Schlagholz aus Buche werden wir zusammen eben in den nächsten Tests immer weiter bearbeiten. Aber das Frettchen arbeitet einfach super. Nächster Test, Featherstiks. Batoning haben wir jetzt gemacht. Featherstiks, Freunde, schauen wir mal. Oh yeah. Muss man natürlich in richtige Winkel treffen, aber Featherstiks auch richtig schön. Es ist kein Hackmesser, aber hacken lässt sich auch schön. So, Featherstiks einwandfrei.
Schaut mal her. Zack, 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 zack. Federsticks fertig. Ja. So. Herrlich im Wald auf jeden Fall. Sehr angenehm. Federsticks, Batoning haben wir gemacht. Und ihr seht, beim Federsticks machen hat sich das auch super geschlagen. Wie schlägt euer Messer sich beim Federsticks machen? Besser oder schlechter oder was meint ihr? Wie das Frettchen performt hat? Gut oder nicht so gut? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Es gibt noch richtig heftige Tests. Bleibt dran. So, nächster Test, Freunde, ist natürlich der Flaschentest. Hierfür brauchen wir natürlich eine Wasserflasche. Schmeckt auf jeden Fall. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Wasser! Stellen wir an einen Punkt. Schauen wir mal hin. Jawohl, das schaut gut aus. Der Flaschentest. Das Frettchen natürlich ein richtig heftiges Teil. Wir sind gespannt, wie der jetzt performt. Uhuhu. Was für ein heftiges Teil. Schauen wir mal den Cut an vom Flaschentest. Richtig schöner Cut. Richtig schöner Cut, Freunde. Das ist der Flaschentest. Frettchen, ein richtiges kleines Tier. Wenn ihr denkt, dass das gut performt hat, schreibt es uns auf jeden Fall auch mal rein. Jetzt wird's heiß, meine Freunde. Wir werden mal Feuerstahl anreißen, nämlich das Messerfieber Feuerstängle. Findet ihr bei uns übrigens auch im Shop. Wenn ihr ein schönes mit Magnesiumzunder nochmal haben wollt, wo ihr auch vorher ein bisschen Zundermaterial abschaben könnt, ja, und dann richtig reinhauen, ja. Schauen wir mal, das ist natürlich wirklich wichtig, ob wir das hinkriegen. Ich sag's euch ganz ehrlich, durch diesen Stonewash-Finish ist das Messer hier nicht wirklich, es schlägt Funken, wie ihr seht, aber nicht in dem Maße, wie ich mir das vorstelle. Also der Rücken muss nochmal angeschärft werden. Dafür können wir aber den Striker nehmen in solchen Fällen, wo zack und schon brennt das Feuer hier lichterloh, zack. Es ist auch, wie ihr seht, ein bisschen windig, aber es funktioniert. Ja, Frettchen kriegt es auf jeden Fall noch nicht so gut hin. Müssen wir auf jeden Fall. Es zieht Funken, aber noch nicht so toll, wie wir uns das denken. Also Fazit: beim Feuer anreißen muss noch der Rücken angeschärft werden. Feuer brennt. Wichtig hier, Messerfieber, Feuerstängle aus dem Frankenwald. Frankenland. So, meine Freunde, jetzt testen wir mal, wie belastbar unser Frettchen wirklich ist, indem wir den Frettchen hier mal ein wenig in ein Holz reintreiben. Ihr seht, ziemlich die Spitze, ziemlich weit drinnen, und versuchen das richtig mal rumzubiegen. Ihr seht hier, und, oh yeah, auch nur mit der Kraft hier, ihr seht es, der geht richtig rein. Und ich heble das richtig hoch. Ich heble das richtig. Schaut mal her. Nichts verbogen. Überhaupt nichts. Alles super. Sechster Test hier. Der Hebeltest. Und ich wollte euch auch mal hier nochmal zeigen, wie das so performt. Also an einem Stück Stock, wenn wir jetzt mal ein Stück Spitze machen wollen. Ja, wenn wir das Ganze hier, schaut mal, auch mit einem Ast drin, auch wieder ein Stück Buche hier erwischt. Bockelhartes Zeug, ihr seht, das ist richtig trocken. Hier an dem Ast. Aber es geht richtig gut durch, muss ich sagen. So, der berühmt-berüchtigte Powercut, nämlich, Tufan, mein Freund, so. So zeigt zumindest der Reini. Schaut mal her, so. Auf geht's. Oh yeah, Freunde. Der arbeitet was weg.
Wenn ihr euch denkt, was hat denn der Ahmed hier am Hals hängen? Das ist übrigens der kleine Bruder vom Frettchen, der scharfe Hase vom Messerfieber. Und der performt nämlich genauso heavy. Zack. Einhandbedienung ist an unseren Kydex-Scheiden auch richtig cool gemacht, finde ich. So. Das ist ein widerspenstiges Ding hier. Garstiges, kleines Hölzchen. So. Auch wirklich super. Performt top. Das Frettchen hier. Hammermäßig. Hier ist zum Beispiel, seht ihr das? Hier ist zum Beispiel ein Nagel. Kann man auch mal, hau ich mal noch weiter rein. Zack, 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 zack. Und super. Auch hier hinten. Richtig schön. Das Frettchen performt richtig mega. Muss ich wirklich sagen, auch hier zum Beispiel, schaut mal, jetzt das Holz hier, wenn man zum Feathersticks nehmen, machen, nimmt hier. Richtig schön. Hammertest finde ich auch bestanden. Funktioniert einwandfrei mit dem Endstück. Könnt ihr Nüsse knacken. Wenn ihr mit eurem Messer auch Nüsse knacken könnt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Nüsse ihr schon mit euren Messern geknackt habt. Das Frettchen haut rein. Um die Spitze und die Elastizität des Messers nochmal zu testen, möchte ich nochmal einen Test machen. Und zwar das Messer einfach senkrecht in so ein Holzstück reinhauen. Ja, für was braucht man das? Um zum Beispiel ein Stückerl Rinde von irgendwo, von einem Baum wegzumachen. Ja, funktioniert dann sehr gut. Nur habe ich jetzt zu dick das Ding, eine richtig dicke, ein dickes Stück genommen hier. So, sowas hier. Und dann kann man so mal mitarbeiten. Ja. Auch super, ja. Wenn ihr die Rinde hier runter machen wollt oder so, kann man super auch performen. Den Spitzentest habe ich ja schon mehrmals mit euch jetzt gemacht. Funktioniert einwandfrei. Aber Freunde, glaubt mir, Messer ist nicht zum Hebeln da. Das ist nur in einem ultimativen, ja, Survival-Situation, wo es unbedingt sein muss, wo ihr auch mal eben was hebeln müsst mit eurem Messer. Nur dann, ja, schaut mal her. Nur dann solltet ihr sowas nehmen. Das ist jetzt natürlich kein Hebeleisen und auch kein, ersetzt auch kein Beil oder eine Axt. Das ist ein kleines Werkzeug. Müsste man den Clip umdrehen, kann man als fünftes Pocketmesser auch tragen, weil dann ist es auch richtig rum und könnte man dann schön rausziehen. Ich kriege das jetzt so natürlich nicht raus. Ich habe auch kein Werkzeug dabei, das rauszuziehen. Weil das hier müsste so rum drin sein. Aber das Frettchen performt. Jetzt gehen wir mal zum Seiltest. Ein frei hängendes Seil. Ist auch das Seil von vorhin. Ist ein richtig widerspenstiges Seil. Sage ich euch, wie es ist. Ne, ein Cut gibt's, aber Seil ist auch frei hängend, Freunde. Ist auch richtig heftig. Oh, jetzt doch. Jetzt ist es durch. Habe ich wahrscheinlich nicht gut getroffen, aber ja, guter Schnitt. Also, am Seil auch getestet. Freunde, wenn euch diese Tests hier mit dem Frettchen gut gefallen haben, ja, abonniert doch unseren Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ihr werdet sicherlich, wenn es euch gefallen hat, zum nächsten Messer hier oder hier weitergeleitet werden. Schaut euch die nächsten Messer-Reviews an von den Messerfieber-Messern. Dann werdet ihr uns besser kennenlernen. Übrigens, das Material, was wir hier haben, ist ein 41/16er Messerstahl. Was wir sehr häufig benutzen, ist ein ThyssenKrupp-Stahl aus Deutschland. 58 Härte Rockwell und performt sehr gut. Also ich muss sagen, für ein kleines Messer, was hier gut mitwirken soll und arbeiten soll, ist es ein Top-Werkzeug.
was euch sicherlich nicht im Stich lassen wird. Beim Trekking Outdoor, beim Spazierengehen, Survival und Bushcraften wünscht Messerfieber euch viel Spaß. Viel Spaß mit dem Frettchen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.